Sie haben vor dem Spiel Arsch in der Hose verlangt. War genug Arsch drin? Ich glaube schon. Ich glaube, die Mannschaft war in den letzten beiden Tagen habe ich gemerkt, dass ein bisschen was entstanden ist von dem, was ich eigentlich als Mannschaft sehe. Ja, dass es darum wirklich geht, füreinander da zu sein, sich zu öffnen, ohne Angst auch mal ein bisschen was preiszugeben. Ich glaube, dass da hat sich ein bisschen was entwickelt durch die letzten, sag ich mal, zwei Wochen, die nicht ganz so schön waren, sind, glaube ich, Klarheiten geschafft worden. Und das war im Grunde gut so, dass jetzt jeder weiß, wo er bei mir dran ist und dass die Mannschaft weiß, wie ich mit Situationen umgehe und was ich als Mannschaft eben auch erwarte und fordere. Und wenn wir das umsetzen und wirklich uns immer wieder als Mannschaft präsentieren, uns gegenseitig die Dinge gönnen und wirklich immer die Frage stellen, was kann mein Mitspieler gerade gebrauchen? Ja, wie kann ich ihm helfen? Dann werden wir sicherlich noch einige Siege einfahren. Und das war gut, sage ich mal, dass das gelungen ist in den letzten Tagen. Und ich hoffe, das ist ein Anfang gemacht. Ja, auf dem Punkt lässt sich sicher aufbauen. Kurz zu den zwei Toren. Das erste, das Gegentor aus dem Standard-Kopfballtor. Wir haben ja eigentlich genug große Leute hinten drin. Wie haben Sie das Tor gesehen? Ja, der Ball kommt relativ kurz und er senkt sich dann irgendwie über den Schädel hinten rein. Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Die Standardsituation vom Gegner waren gut gespielt, muss man einfach auch anerkennen. Der MSV hat da gute Schützen und auch ein paar ganz kopfballstarke Jungs. Das hat der VfL Osnabrück am letzten Wochenende eben auch erfahren müssen, als Bajic dann den Kopfball noch reinmacht, beziehungsweise Flecken mit der Hacke. Es ist immer eine Torgefahr da. Wir haben auch unsere Standardsituation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ach, kann noch ein bisschen mehr Torgefahr durch entstehen. Und dementsprechend sind das immer wieder Möglichkeiten, Tore zu machen. Und was jetzt schiefgelaufen ist bei dem 0-1, kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass wir froh sind, dass wir einen Elfmeter bekommen haben. Ich bin froh, dass Amaury das Ding reingeschossen hat, dass wir unser erstes Tor in dieser Saison geschossen haben und diesen 0-1-Fluch vielleicht auch besiegt haben. Das war, glaube ich, auch für die Mannschaft ganz wichtig. Wieder 20. Minute liegst du 0-1 hinten gegen starken Gegner. Du musst dich mühen, musst versuchen, Lücken zu finden, zu erspielen. Die macht der Gegner nicht so einfach auf. Ja? Und man hat gesehen, dass der MSV eben schon zu Recht Aufstiegskandidat ist. Und dementsprechend hatten wir Mühe, uns Tormöglichkeiten zu erspielen. Das wurde dann nach dem Treffer von uns, hatte ich das Gefühl, jetzt geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt will sie wirklich auch das 2-1 machen und das finde ich gut, dass man nicht sagt, so gegen starken Gegner reicht uns mal ein 1-1, wir wollten diese Euphorie nutzen und das 2-1 machen und wenn Adriano den Ball ein bisschen besser köpft, haben wir vielleicht auch die Situation, das 2-1 zu machen. Nichtsdestotrotz hatte der MSV auch seine Situation aufs 2-0 zu erhöhen und da hat der Max nochmal gut gehalten und wir konnten froh sein, dass das 2-0 nicht gefallen ist. Insgesamt ein hart umkämpftes Spiel, glaube ich. Und mit dem Mannschaftsgeist, den wir jetzt in den letzten Tagen gezeigt haben, auch in diesem Spiel gezeigt haben, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Genau, Elfmetersituation aus Duisburger Sicht ja eher weniger Elfmeter. Haben Sie das eh nicht gesehen oder voll und ganz berechtigt? Nein, ich glaube, dass es nicht um den Elfmeter ging. Ja, es war ein Handspiel, das war eindeutig. Ich glaube, der Kollege Gruev, der dachte, dass es eben vorher einen Schubser gab von Jesse. Und dementsprechend, es hätte auch faul entschieden werden müssen. Ist müßig. Ich denke, wir hatten eine Kopfballverlängerung von Adriano, wo der super hochsteigt und Jesse durch ist. Da pfeift er auf Foulspiel, wo ich sage, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Und Jesse wäre, wie gesagt, allein vor Flecken gewesen. Da hätte ja Jesse hundertprozentig das Tor gemacht. Insofern gleicht sich das möglicherweise aus. Und wir müssen diese Entscheidung so hinnehmen, wie sie sind. Dass der Ilja sich darüber ärgert, okay, kann ich verstehen. Man hat im Moment manchmal das Gefühl, dass es versucht wird, spielerisch hinten rauszukommen, was ja auch, glaube ich, Plan ist. Aber fehlt da vielleicht noch ein bisschen Sicherheit in der Mannschaft, weil es wirkt manchmal so, dass es doch sehr in Bedrängnis, dass man schnell in Bedrängnis gerät. Ob da vielleicht manchmal der lange Befreiungsschlag nicht zumindest in der Situation dann besser ist. Ja, also ich sag mal, gegen Osnabrück haben wir es nicht gut gemacht. Da hat Osnabrück uns gut angelaufen. Gegen Rostock war es deutlich besser. Ja, da waren wir nicht in Bedrängnis, wo wir ein Gegentor kassieren. Das war wirklich zu einfach. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir gegen Osnabrück viel, viel lange Bälle gespielt haben. Das hat uns nicht gut getan. Wir haben die Spielkontrolle verloren, haben uns auf den Kampf eingelassen, was dazu geführt hat, dass es ein Hauruck-Spiel war, hin und her ging und Osnabrück in die Karten gespielt hat. Und wir wollen einfach versuchen, den Ball laufen zu lassen, wenn es möglich ist. Und natürlich haben wir zum Schluss auch, der Max hat dann zum Schluss auch häufiger den Abschlag lang geschossen, weil einfach die Kraft nicht da war, um einen gezielten Spielaufbau zu machen, der MSV nochmal gedrückt hat und versucht hat zuzustellen, dann machen wir das natürlich auch. Aber ich glaube, wie gesagt, so ein Spiel aus Osnabrück brauchen wir auch nicht nochmal. Ja, so ein Hauruck-Spiel, wo wir um die zweiten Bälle kämpfen, 50-50 Kopfballchancen haben, da haben wir Spielkontrolle verloren und das tut uns nicht gut. Jetzt gegen Groß Asbach, dürfen wir uns da auf 3 Punkte freuen?
gehe davon aus. Ja. Also wir fahren dahin und wirklich den ersten Dreier zu holen. Wir mussten jetzt schon 3 Spiele warten darauf. Aber wie gesagt, für mich war es erstmal wichtig, dass ich das Gefühl hatte, es wächst eine Mannschaft zusammen, ja, die füreinander da ist. Und dann werden auch die Erfolge kommen und wir vielleicht auch mit 3 Punkten aus Groß Asbach wiederkommen. Jetzt diese schwierige Situation in der Mannschaft sportlich, vielleicht auch mannschaftsintern und die englische Woche. Ist das eher gut, dass da schnelle Taktung der Spiele ist oder hätten Sie da lieber etwas Ruhe? Nein, ich glaube, dass diese schwierige Situation in der Mannschaft nicht mehr da ist. Ja, die ist bereinigt und ich glaube, dass eher eine Erleichterung eingetreten ist, dass diese Dinge klargestellt worden sind und die Mannschaft sich jetzt wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich was kann ich für den Verein tun, was kann ich für die Mannschaft tun, wie kann ich meinen Mitspieler helfen, und das ist die Aufgabe, die jeder einzelne Spieler hat, und ich als Trainer muss den Jungs so viel Hilfestellung geben, dass sie das nächste Spiel gewinnen. Und das ist meine Aufgabe und da kann ich mir nicht Gedanken darüber machen, wie denken andere darüber, wie sehen die das Spiel heute, wenn wir jetzt wieder verloren hätten, was hätte das Umfeld gesagt. Es ist eine Geschichte, die muss ich ausblenden. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, und das ist unsere tägliche Arbeit. Aber auch diese Mentalität, dieses Selbstvertrauen darzustellen, wir stehen zueinander, auch in schwierigen Phasen.